Namah Shivaya, ich begrüße euch ganz herzlich hier im Raum und alle, die zu Hause an den Bildschirmen sitzen, zu dieser Montagnachmittag-Yogastunde Mittelstufe mit dem Schwerpunkt Umkehrstellungen. Mein Name ist Premala und wir beginnen klassisch mit einer Anfangsentspannung. Finde dich ein auf deiner Matte, möglichst geräuschlos für die Teilnehmer hier im Raum. In Shavasana liegen deine Beine mindestens hüftärmattenbreit auseinandergelegt. Die Zehenspitzen sinken zu den Seiten. Die Arme sind vom Körper abgelegt, sodass Luft unter den Achseln zirkulieren kann. Die Handflächen zeigen vertrauensvoll nach oben. Wenn du eine Brille trägst und das für dich okay ist, kannst du diese für die Anfangs- und Endentspannung gerne ausziehen. Und spüre, wie dein physischer Körper ganz ausgebreitet liegt. Spür nochmal die Kontaktpunkte deines Körpers zum Boden, die Fersen, die Waden, die Unterseite deiner Oberschenkel, Gesäß, verschiedenen Partien deines Rückens, Handrücken, Arme, Schulterblätter, Nacken und der Hinterkopf. Verbinde dich mit deiner Atmung. Atme tief in den Bauch ein. Die Bauchdecke hebt sich. Mit der Ausatmung lass alles, was du jetzt hier für deine Praxis, für deine Yoga-Praxis nicht brauchst, hinter dir, lass es in den Boden hineinsinken. Gib es ab an Mutter Erde. Fühl dich ganz geborgen, ganz getragen von Mutter Erde. Der Einatmung, Bauchdecke hebt sich. Mit der Ausatmung, Bauchdecke senkt sich. Und so lass dich immer tiefer, Atemzug für Atemzug, in den Boden hineinsinken. Shavasana. Genieße das Gefühl des der Geborgenheit und des Getragenseins. Noch einen Moment in Stille.
Und dann langsam wieder mit deiner Aufmerksamkeit in diesem Raum, in diesem Körper an. Vertiefe deine Atmung. Schick kleine Bewegungsimpulse in die Hände, in die Füße. Lass die Bewegung langsam größer werden. Recke dich, strecke dich, seufze und gähne. Mach die Bewegung und die Geräusche, die dir jetzt gut tun. Befreie dich dann von der Decke, die Sachen, die dich umhüllen. Wir beginnen im Liegen mit Rumpf-Bauchmuskelstärkenden Übungen, die ja auch sehr wichtig sind bei Umkehrstellungen, bei den klassischen Umkehrstellungen. Und dafür kannst du in der Rückenlage deine Füße vor deinem Gesäß aufstellen. Mit der Einatmung komm nach oben, Arme rechts und links von deinen Beinen oder du bringst sie an den Hinterkopf, aber da nur so als sanfte Stütze. Atme weiter, spür die Muskeln in deiner Körpermitte. Atme tief ein, tief aus. Und während du so kräftig in den Bauch hineinatmest, kannst du auch das rechte Bein mal heben, strecken, absetzen, das linke Bein heben, durchstrecken, absetzen, ausatmen, nach hinten ablegen, kurz nachspüren. Dann mit der nächsten Einatmung bring das Gesäß nach oben, die Arme nach hinten, halte hier einen Moment und jetzt hier auch nochmal wieder das rechte Bein heben, tief in die Körpermitte atmen, Fuß flexen, Ausatmung, Bein wieder senken, Gesäß bleibt gehoben, einatmen, linkes Bein nach oben strecken, kannst auch mit dem rechten Fuß auf Zehenspitzen kommen, ausatmen, Fuß senken, weiter ausatmen, Gesäß absetzen, Arme wieder nach vorne, kurz nachspüren. Dann kannst du nochmal mit der nächsten Ausatmung, das linke Bein nah zu dir heranziehen, an den Körper, Knie umfassen oder das Schienbein. Das rechte Bein geht gerade nach oben gestreckt, Fuß geflext. Mit der Ausatmung bring den Fuß Richtung Boden und kurz bevor er den Boden berührt, wieder nach oben mit der Einatmung. Ausatmen, nach unten ganz langsam absenken, wie ein Sekundenzeiger. Einatmen nach oben und ein drittes Mal mit der Ausatmung langsam nach unten und am Ende der Ausatmung absetzen. Linkes Bein auch ausgleiten lassen, kurz nachspüren. Dann das rechte Bein aufstellen, zu dir ranziehen, eng zu dir ranziehen mit der Ausatmung. Mit der Einatmung heb das linke gestreckte Bein, flex den Fuß. Und auch hier mit der Ausatmung nach unten bringen, bis kurz vor dem Boden. Hier halten einen Moment. Mit der nächsten Einatmung wieder nach oben bringen. Ausatmen nach unten. Und so fahre fort, dreimal in deinem Rhythmus. Das Bein möglichst langsam heben und senken. Bewusste Bewegung, bewusste Atmung, Konzentration auf das, was du gerade tust.
am Ende des dritten Males, wenn das Bein wieder abgesetzt ist oder runtergebracht ist, setz es ab. Stell das rechte Bein auch wieder auf. Lass beide Beine ausgleiten. Spür einen Moment nach. Bei dem Schwerpunkt Umkehrstellung, die wir heute haben, ist es ja so, dass der Blutfluss umgekehrt fließen kann. Das heißt, das Herz ist bei den Umkehrstellungen über dem Kopf. Es gibt die klassischen großen Umkehrstellungen, König, Königin, Asana, Shirshasana, Savangasana. Aber es gibt auch kleinere Varianten, die wir auch zusammen machen werden. Und so, wenn du magst, zieh die Beine zu dir rankommen, über die Rolle nach oben zum Sitzen oder über die Seite auf deine Art. Und als erstes stimmen wir uns gemeinsam ein auf die Stunde mit dreimal Om und dem Anrufungsmantra. Richte dich in deiner Sitzhaltung gut ein und auf. Gesäß strebt zum Boden, Scheitel Richtung Decke, Körper dazwischen als Instrument. Verbind dich hier in der Vertikalen auch nochmal wieder mit deiner Atmung. Atme dann ein für Om. 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 Ganapataye Namaha Om Sharavanabhavaya Namaha Om Aim Saraswatyai Namaha Om Gum Gurubhyo Namaha Om Namo Bhagavate Shivanandaya Om Adi Shakti Namaha. Om Namah Shivaya, nochmal an alle, auch die, die noch später dazugekommen sind, hier im Raum und vielleicht an dem Bildschirm. Mein Name ist Premala. Ich darf euch durch diese Stunde begleiten. Eine Yoga-Vidya-Mittelstufenstunde mit Schwerpunkt Umkehrstellungen. Und ja, ich gehe davon aus, dass ihr mit der Grundreihe vertraut seid und auch mit den klassischen Atemtechniken Kapalabhati, Anuloma Viloma, die wir am Anfang praktizieren werden. Also schau nochmal, ob die Haltung geeignet ist für dich, eine Weile darin zu sitzen während des Pranayamas. Hol dir vielleicht noch Kissen, falls Knie in der Luft schweben, ist das absolut empfehlenswert, wenn du im kreuzbeinigen Sitz bist, sodass dein Körper wirklich ja, zur Ruhe kommen kann, Entspannung finden kann, fest und angenehm sein kann. Also bau deine Sitzhaltung, deine Asana gut auf, vom Fundament, Füße, Beine. Bei Asanas grundsätzlich, aber auch bei Umkehrstellungen, die dann zum Teil ja auch Gleichgewichtsstellungen sind, ist es immer gut zu schauen, dass du das Fundament gut aufbaust, dass du dein inneres Lot findest, deinen Mittelpunkt, von wo aus heraus deine Atmung auch stattfindet. Manchmal ist das vertikal, manchmal horizontal, dass du
ja, atemverbunden praktizierst, dass du dich konzentrierst, dass du dich entspannst in die Haltung hinein. Und ja, Yoga macht Spaß. Die Mundwinkel dürfen in fast allen Asanas nach oben schnellen. Also schließe die Augen, mach dich bereit für Kapalabhati. Auch eine der Kriyas, also auch eine Reinigungstechnik. Das heißt, vielleicht magst du dir auch noch mal an diesem Nachmittag vorstellen, wie du mit jeder forcierten Ausatmung wirklich über die Nasenspitze alles abgibst, was du gerade nicht brauchst. Verbrauchte Energie, chemisch natürlich Kohlenstoff, Kohlenmonoxid, aber auch auf emotionaler Ebene kannst du dir vorstellen, dass du alles Verbrauchte, das du jetzt hier nicht brauchst, abgibst. Atme dann nochmal tief und vollständig ein. Tief und vollständig aus. Bequem ein und beginne. Hamso, 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 hamso. Atme tief und vollständig aus, wenn du magst. Setz Mula Bandha, setze dich, stütze dich vor dir auf oder auf den Knien. Der Rücken bleibt dabei lang, Kopf in Verlängerung. Schließ gern die Augen, bleib ganz bei deiner Praxis. Praktiziere Nauli oder Agnisara oder Uddiyana Bandha, wenn du damit vertraut bist. Halte den Atem dabei nur so lange an, wie es für dich angenehm möglich ist. Vor der Einatmung richte dich auf, löse alle Bandas, lass die Bauchdecke weich werden, atme tief und vollständig ein für eine Zwischenatmung. Tief und vollständig aus. Atme dann bequem ein, zu zwei Dritteln, drei Vierteln. Halte den Atem mit gefüllten Lungen, weiter Brustkorb. Bring deine Aufmerksamkeit zu deiner Körpermitte, zu deinem Sonnengeflecht, Manipura Chakra. Und spür, wie sich das frisch aufgenommene Prana, die frisch aufgenommene Lebensenergie dort sammelt. Du kannst dir auch eine leuchtende Sonne vorstellen, die um deinen Bauchnabel herum rotiert. Wärme, Energie ausstrahlt. Halte auch hier den Atem nur so lange an, wie es für dich angenehm möglich ist. Wenn du noch nicht ausgeatmet hast, atme nun aus. Atme nochmal tief und vollständig ein für eine Zwischenatmung. Tief und vollständig aus. Atme dann bequem ein, zu zwei Dritteln, drei Vierteln für die zweite Runde. Hamso, 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 hamso,
Hamso, Hamso, Hamso, Hamso, Hamso, Hamso, Hamso, Hamso, Hamso, Hamso, Hamso, Hamso, Hamso, Hamso, Hamso, Hamso, Hamso, Hamso, Hamso, Hamso, Hamso. Atme tief und vollständig aus, leere die Lungen, halte den Atem an mit geleerten Lungen, stütze dich auf, wenn du magst, setze Mula Bandha. Praktiziere Nauli, Agnisara oder Uddiyana Bandha. Und schließe gerade gerne bei den Pranayamas die Augen. Halte den Atem nur so lange an, wie angenehm möglich. Wenn der Atemimpuls kommt, richte dich auf, löse die Bandhas, lass die Bauchdecke weich werden. Lass frisches Prana einströmen für eine Zwischenatmung. Ausströmen. Und dann bequem ein zu zwei Dritteln, drei Vierteln. Halte den Atem an mit gefüllten Lungen. Letzte Mula Bandha und wander nun mit deiner Aufmerksamkeit von Manipura Chakra hinunter in dein Beckenboden, zu Muladhara Chakra, dein Wurzelchakra. Stell dir vor, dass sich die Energie dort, die du vorher in Manipura angereichert hast, dort sammelt, wie Quecksilber in einer goldenen Schale. Halte auch hier den Atem wieder nur so lange an, wie es für dich angenehm ist. Wenn du noch nicht ausgeatmet hast, atme nun tief und vollständig aus. Atme dann tief und vollständig ein für eine Zwischenatmung. Tief und vollständig aus. Atme dann bequem ein zu zwei Dritteln, drei Vierteln und beginne mit der letzten Runde. Hamso, 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 ham, 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 Hamso, Hamso, Hamso. Atme wieder tief und vollständig aus. Halte den Atem mit geleerten Lungen. Setze Mula Bandha und idealerweise Uddiyana Bandha in der dritten Runde. Halte den Atem nur so lange an, wie angenehm möglich. Richte dich dann auf, löse die Bandhas. Atme tief und vollständig ein. Tief und vollständig aus. Atme dann bequem ein zu zwei Dritteln, drei Vierteln. Halte den Atem an mit gefüllten Lungen. Letzte Mula Bandha, komm zu deinem Beckenboden und spür, wie sich von hier aus deine Prana, deine Energie in dir aufsteigen möchte, wie
nach oben sprudelt. Entlang der Shushumna, der feinstofflichen Wirbelsäule, nach oben strebt, Chakra für Chakra, Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Agnya, Sahasrara, Kapalabhati, scheinender Schädel. Halte den Atem nur so lange an, wie angenehm möglich. Wenn dann am Ende der Anhaltephase der Atemimpuls kommt, lass deinen Atem natürlich fließen. Spür noch einen Moment der aktivierenden und harmonisierenden Wirkung und reinigenden Wirkung von Kapalabhati nach. Entscheide dann für dich, ob du vor der Wechselatmung Anuloma Viloma deine Körperhaltung nochmal ändern möchtest, vielleicht die Beine ausstrecken, schütteln, anderweitig zusammenlegen, um beide Seiten gleichmäßig zu dehnen. Finde dich dann in deiner Sitzhaltung wieder ein. Bau deine Asana nochmal gut auf. Mit der Einatmung kannst du auch gerne deine Schultern weit nach oben ziehen und mit der Ausatmung nach hinten unten ablegen. Und da sollten die Schultern möglichst auch bleiben. Gerade bei Anuloma Viloma ist ja immer ein bisschen die Gefahr, dass die rechte Seite sich nach oben zieht. Spür da immer mal wieder auch in deinen Körper hinein. Nasenspitze nach vorne, Kinn parallel zum Boden. Bring deine linke Hand in Shin Mudra, rechte Hand in Vishnu Mudra. Zeigefinger und Mittelfinger am Daumenballen eingeklappt. Daumen und Mittelfinger bilden die Klammer, mit der du abwechselnd die Nasenlöcher zuhalten kannst. Bring den rechten Arm dann eng an den Oberkörper. Wenn du magst, kannst du auch mit links unterstützen, wenn der Arm schwer wird. Verschließe mit dem rechten Daumen das rechte Nasenloch. Nimm frisches Prana auf, atme tief ein über links. Halte den Atem an. Korrigiere nochmal deine Sitzhaltung. Spür die Aufrichtung, Brustkorb gehoben. Öffne dann rechts, atme rechts, ruhig und gleichmäßig. Über 8 Sekunden verteilt aus. Atme rechts wieder tief ein. Nimm frisches Prana auf, möglichst lautlos. Halte den Atem an. Spür die Aufrichtung deiner Wirbelsäule. Öffne links, atme links, ruhig und gleichmäßig, über 8 Sekunden verteilt aus. Links ein. Halte den Atem an, bring deine Konzentration zu dem Punkt zwischen deinen Augenbrauen oder Agnya Chakra in der Kopfmitte. Spür die harmonisierende Wirkung von Anuloma Viloma. Öffne rechts, atme rechts, ruhig und gleichmäßig aus. Atme rechts wieder tief ein. Halte den Atem. Punkt zwischen den Augenbrauen oder Agnya Chakra.
Öffne links, atme links, ruhig und gleichmäßig über 8 Sekunden aus. Atme links ein. Halte den Atem an. Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Bhago Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Öffne rechts, atme rechts, ruhig und gleichmäßig aus. Atme rechts tief ein. Lautlos halte den Atem. Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Bhago Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayate. Öffne links, atme links, ruhig und gleichmäßig aus. Atme links tief ein. Halte den Atem, wiederhole innerlich das Gayatri-Mantra oder ein Mantra deiner Wahl. Das kann auch einfach Om sein. Öffne rechts, atme rechts, ruhig und gleichmäßig aus. Atme rechts tief ein. Halte den Atem, Gayatri-Mantra oder ein anderes Mantra, kann auch Om sein. Öffne links, atme links, ruhig und gleichmäßig, über 8 Sekunden lang aus. Atme links tief ein. Halte den Atem in Stille. Öffne rechts, atme rechts, ruhig und gleichmäßig aus. Atme rechts tief ein. Halte den Atem. Öffne links, atme links, ruhig und vollständig aus. Am Ende der Ausatmung. Lass die rechte Hand sinken, spür noch einen Moment der harmonisierenden Wirkung von Anuloma Viloma nach. Stell dich dann innerlich auf Bewegung ein und jetzt für die folgenden Sachen im Stehen sollte das Fenster noch aufbleiben. Danach können wir ein bisschen schließen. Genau, komm auf deiner Matte zum Stehen, befreie dich von allen Dingen, die du gleich auf der Matte nicht brauchst. Wieder an.
Ja, und ich hatte ja schon eingangs angekündigt, es gibt nicht nur die großen Asanas, die Umkehrstellungen sind, wie Kopfstand, Schulterstand, Skorpion, Handstand. Es gibt auch kleinere Haltungen, in denen der Kopf nach unten zeigt, das Herz über dem Kopf ist. Und damit werden wir beginnen vor dem Sonnengruß noch. Und dafür kannst du erstmal in ein gutes Tadasana kommen, in eine gute Berghaltung. Da müssen die Füße vielleicht nicht geschlossen sein. Nimm aber schon mal Bodenkontakt auf, Knie sind locker, bring die Arme über die Seiten nach oben, du kannst die Hände in Kali Mudra verschränken, dich nochmal richtig schön lang ziehen, hier vielleicht auch nochmal ein bisschen zu den Seiten dehnen, mit der Ausatmung ein bisschen Bewegung in die Hüfte bringen und dann die Hände lösen und mit leicht angehockten Beinen nach unten kommen, in die Vorwärtsbeuge. Und lass dich hier in die erste Vorwärtsbeuge des Nachmittages schön reinhängen. Dafür kannst du auch mal die Ellenbogen umfassen. Kopf macht eine Ja, Ja, Nein, Nein Bewegung. Zu schauen, ist der Nacken locker, Kopf locker. Ich muss nochmal eben hier meine Kabel neu verlegen, damit die nicht ständig gegen das Mikro klackern. So. Genau, und die Vorwärtsbeuge ist auch schon eine der ersten Umkehrstellung, die wir heute praktizieren. Und dann löse die Hände mal und bring sie auf deine Körperrückseite, verschränke sie hinter deinem Rücken und dann kannst du die Arme in den Schultern nach außen rotieren lassen. Mit jeder Ausatmung dich ein wenig weiter von der Erde anziehen lassen. Spür die Streckung in den Beinen, Rückseiten. Dann mit der Einatmung komm in die halbe Vorwärtsbeuge, das heißt der Oberkörper hebt sich, Arme senken sich, kannst du wieder zu den Füßen bringen. Ausatmung nochmal Richtung Boden und verlagere jetzt hier das Gewicht aufs linke Bein, hebe das rechte Bein gestreckt nach oben. Wenn du kannst, auch über die Körpermitte hinaus Richtung stehender Spagat. Ausatmen, Bein wieder senken. Komm nochmal in die halbe Vorwärtsbeuge. Oberkörper hebt sich. Ausatmen, Oberkörper senken. Einatmen, linkes Bein nach oben bringen, kannst den Fuß gerne flexen und wenn möglich auch über die Körpermitte hinaus nach oben. Ausatmen, Bein wieder senken, lass dich nochmal hineinhängen und dann mit der nächsten Einatmung wander Wirbel für Wirbel nach oben, roll dich nach oben auf. Komm dann nochmal, bevor es ein bisschen dynamischer wird, auf deiner Matte in die Grätschhaltung. Kannst du hier deine, genau, ihr könnt alle schön zum Fenster schauen. Nicht, dass ihr denkt, die Stunde wäre jetzt schon zu Ende. Fängt gerade erst an. Kannst dir nochmal deine Hände hinten am Rücken verschränken. Vielleicht auch wieder Kali Mudra, also die Zeigefinger strecken nach unten. Und dann kannst du hier dich auch nochmal nach unten bewegen mit der Ausatmung, mit geradem Rücken und die Arme über Kopf. Spür die Beinrückseiten und die Gesäßhöcker, die drücken nach hinten, die drücken vom Scheitel weg Richtung Wand. Gestreckte Beine, gestreckter Rücken, Arme sinken immer tiefer, Herz über Kopf. Und dann kannst du die Hände auch mal vorsichtig lösen, zum Boden bringen und wenn das möglich ist, noch ein bisschen weiter in die Grätsche kommen, sodass du deinen Scheitel irgendwann am Boden abstellen kannst und so auch schon mal Scheitel-Bodenkontakt üben kannst in einer sehr entlasteten Form.
Aber du hast hier auch schon mal die Wirkung der Umkehrstellung drin. Dann mit der Einatmung drück dich mit den Händen wieder nach oben, wander wieder ein bisschen weiter zusammen, sodass es noch eine Beinlänge ist. Bring die Hände wieder nach hinten, verschränk dich, zieh dich mit den Händen hoch, nach oben. Mit der Ausatmung dreh den rechten Fuß auf, lass dich zur rechten Seite hinuntersinken, Arme wieder wie Hasenohren Richtung Boden. Einatmen, hochkommen, Fuß eindrehen, linken Fuß aufdrehen und mit der Ausatmung zur linken Seite hinunterdehnen. Herz über Kopf. Einatmen, hochkommen, Fuß eindrehen, Füße zusammenbringen auf der Matte, komm am vorderen Ende deiner Matte zum Stehen für die Sonnengrüße. Atme ein, atme aus, Namaste. Einatmen, nach oben wachsen, lang werden, ausatmen, nach unten, Vorwärtsbeuge. Einatmen, rechts weit nach hinten. Atem anhalten in den Stütz. Spür hier deine Kraft, die ganze Kraft, die du in Kapalabhati gesammelt hast. Eine lange Planke von der Ferse bis zum Hinterkopf. Ausatmen, 8 Punkte Stellung. Einatmen, kleine Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Und hier bleib einige Atemzüge. Dafür kann es sinnvoll sein, den Abstand etwas zu verringern, wenn du im statischen Hund bist. Normalerweise ist er der Hund aus dem Sonnengruß heraus weiter aufgestellt. Also etwas verringern den Abstand. Genau, du kannst gerne mit den Fersen dich auf und ab bewegen, hineindehnen in die Haltung. Hände sind schön aufgespreizt, Handballen pressen in den Boden. Aus den Handgelenken, aus den Schultergelenken, dich wegdrücken aus der Matte, Brustkorb und Nase streben Richtung Knie. Tiefe Atmung. Und mit der nächsten Einatmung bringen das rechte Bein wieder nach lauter. Man hört mich nicht mehr so gut da hinten. Okay, danke für den Hinweis. Ich mache es näher ran. Kann man mich jetzt wieder besser hören? Man hört dann halt auch immer das Atmen so, das wäre nicht so ein bisschen unangenehm. Bin ich jetzt wieder besser zu hören? Okay, super. Also rechter Fuß nach vorne, Entschuldigung für die Unterbrechung, linker Fuß dazu. Einatmen, nach oben strecken, ausatmen, Arme sinken. Ein, aus, Namaste. Ein, nach oben, aus, nach unten. Ein linkes Bein nach hinten. Atem anhalten in den Stütz. Spür deine Kraft. Guck, wo deine Gedanken sind. Ausatmen, 8 Punkte Stellung. Einatmen in die Kobra. Aus, herabschauender Hund. Und auch hier, richte dich nochmal ein. Vielleicht Hand-Fuß-Abstand etwas verändern. Atme tief, beweg gerne die Füße im Kamelgang. Und spür die Dehnung von den Handgelenken bis zum Gesäß. Du kannst auch, um dich noch ein bisschen besser da einzurichten, die Knie mal anbeugen, sodass du dein Gesäß richtig wie so ein Entenschnabel nach hinten drückst und dann die Beine nochmal wieder durchstrecken nach hinten. Also das Gesäß richtig nach hinten wegdrücken. Tiefe Atmung. Einatmen, linkes Bein nach vorne. Ausatmen, rechts dazu. Einatmen, nach oben kommen. Ausatmen, Arme senken. Ein, aus, Namaste. Ein, nach oben. Aus, nach unten. Ein, rechts. Atmen, anhalten, Stütz. Aus, 8 Punkte. Ein, Kobra. Aus, herabschauender Hund. Ein, rechts. Aus, links, ein, nach oben, aus, Arme senken, ein, aus, Namaste, ein, nach oben, aus, unten, ein, links, Atem anhalten, Stütz, aus, 8 Punkte Stellung, ein, Kobra,
aus, herabschauender Hund, ein links, aus rechts, ein nach oben, aus, Arme senken. Bleib noch einen Moment in Tadasana stehen, schließ die Augen, spür die Aktivierung deines Körpers, der Muskeln, Blutkreislauf. Spür, wie sich dein Atem langsam wieder beruhigt. Idealerweise kannst du dafür auch die Ausatmung doppelt so lang ziehen wie die Einatmung. Und dann, weil es so eine unheimlich schöne Art und so beliebt ist, auch nach unten zu kommen mit der Einatmung, bring die Arme nochmal weit nach oben. Setze ein Mula Bandha, sodass dein unterer Rücken gut geschützt ist. Die Füße können etwas weiter aufgestellt sein. Du kannst dir auch schöne Chin Mudras machen zur Ausrichtung. Und mit der Ausatmung komm in einen wunderschönen Uttarakhandasana. Die Oberarme sind eng an den Ohren. Gesäß nach hinten weggestreckt. Tiefe Bauchatmung. Und guck nochmal, wie viel Spaß Yoga machen kann. Was das mit deinem Mundwinkel macht, mit deiner Stimmung, mit deinen Muskeln. Zieh dir mit der Einatmung die Kraft aus den Fußsohlen nach oben. Es ist alles da, was du brauchst. Und mit der nächsten Ausatmung geh noch ein bisschen weiter nach unten. Komm aufs Gesäß und bring direkt mal die Beine nach oben in ein schönes Navasana. Kleine Kurve, Arme nach rechts. Links Kurve, Arme nach links. Nochmal gerade und dann roll dich ab auf den Rücken. Kurze Zwischenentspannung, Shavasana. Und wenn man in Shavasana so schlecht denken kann und soll, komm über die Seite oder auf deine Art und Weise in die Stellung des Kindes am Ende deiner Matte. Und wenn du in der Stellung des Kindes angekommen bist, genau, schau, ob du irgendwelche Hilfsmittel dafür gebrauchen kannst. Schau, dass die Mattenabstände reichen, gerade da im hinteren Bereich des Raumes, auch später für so Sachen wie Halasana. Die Ellenbogen sollten Bodenkontakt haben in der Stellung des Kindes, damit die Schulterblätter wirklich einen Entspannungsimpuls bekommen. Und dann lass vor deinem inneren Auge die Umkehrstellung, die jetzt als nächstes dran ist, erscheinen. Visualisiere sie vor deinem inneren Auge, wie du sie Stück für Stück aufbaust. Und das kann natürlich sehr gerne Shirshasana, der König der Asanas, der Kopfstand sein. Das kann aber auch jede Art von Vorübung sein, vom Hund über den Hasen, über den Clown, über den Delfin. Beim Delfin kann ich dazu sagen, dass es besonders wirkungsvoll ist, wenn du auch hier die verschränkten Arme so nah wie möglich vor deinen Knien aufsetzt. Dann wird es richtig schön mit Schmackes für Schultern und den Bereich, den du ja üben möchtest. Und wenn du vor deinem inneren Auge die Haltung, die du jetzt einnehmen möchtest, visualisiert hast, roll mit der nächsten Einatmung nach oben
Ich werde den Kopfstand noch mal Stück für Stück ansagen. Und wer von euch den Kopfstand praktiziert und da sicher ist und von da aus weiter in den Skorpion gehen möchte und Hilfestellung haben möchte, kann jetzt gerne mal die Hand heben. Ist jemand hier, die Hilfestellung für den Skorpion haben möchte? Eine Hand habe ich, sehr gut. 2, 3, dann gucke ich 4, dann gucke ich, dass ich mich ein bisschen aufteile. Also teilt euch die Kraft ein bisschen ein, ne, dass ihr vielleicht nicht alle gleichzeitig in den Kopfstand geht oder zwischendurch eine Pause macht. Ich komme dann zu euch rum. Alle anderen können jetzt mit den verschiedenen Haltungen experimentieren. Ich sage jetzt erstmal den Kopfstand nochmal detailliert an. Klassisch, umschlinge deine Ellenbogen, lege die Ellenbogen vor deinen Knien ab, verschränk die Hände ineinander, bring den kleinen unteren Finger vor den anderen unteren Finger, sodass er geschützt ist, falls es doch zum Abrollen kommen sollte. Setze deine Krone, deine Scheitelkrone in diesem Nest ab, bring dein Gesäß nach oben, streck die Beine durch, wander mit den Füßen immer näher zu den Ellenbogen ran, sodass dein Rücken sich schon aufrichtet und ganz gerade wird. Und dann kannst du von hier aus langsam die Füße anziehen zum Gesäß. So, ich bin jetzt hier, Moment, hinter dir. Und wenn du magst, kannst du die Arme öffnen. Dich von hier aus hochdrücken. Magst du versuchen zu halten? Sehr schön, wunderbar. Dann verabschiede ich mich von dir. Du musst gucken, dass du deinen Schwerpunkt veränderst. Du könntest versuchen, die Füße weiter einzuklappen. Gerne. So. Hier ist, war auch, ne? Ich bin bei dir, genau. Du kannst deine Fersen gerne senken lassen, noch ein bisschen. Bitte? Okay, prima. Dann bin ich hier bei dir. Lass deine Fersen ein bisschen sinken. Ja, du klappst jetzt einfach ein. Sie sollten aus dem gebeugten Körper zu mir rüberkommen, also genau so rum, ja, ganz genau. Jetzt kannst du die Arme öffnen und dich hochdrücken, ja, sehr schön. Und wunderbar, Om Namah Shivaya. So, die vierte Person. Ihr könnt auch in Shirshasana mit Beinvariationen experimentieren. Zum Beispiel auch mal versuchen, das Becken zu drehen zu den Seiten. Das ist eine interessante Erfahrung. Ja, ich halte deine Fersen. Genau, kannst du den Kopf aufstützen, hochbringen. Du hast die Arme relativ weit auseinandergelegt, die Ellenbogen. Ich weiß nicht, ob das genau vielleicht ein bisschen hilfreich ist. Kopf nach oben. Kannst du noch oder soll ich lösen? Okay. Willst du die Füße ein bisschen weiter sinken lassen Richtung Kopf? Nein. Okay. Om Namah Shivaya. Dann komm mit der nächsten Ausatmung aus der Haltung heraus, die du gewählt hast, nochmal wieder in die Stellung des Kindes. Wenn du den Kopfstand praktiziert hast, kann es sehr hilfreich sein, mit den Fäusten und Fäustchentürmen zu machen, sodass die Stirn etwas erhöht ist, der Blutrückfluss nicht ganz so schlagartig passiert und es kann auch ein ganz angenehmer Entspannungsimpuls sein für den Nacken. Hat jemand hier im Raum den Clown praktiziert? Ich habe jetzt nicht genau schauen können, weil ich so auf die Skorpione fokussiert war.
den Clown. Dann sage ich euch den Clown nochmal an, dann könnt ihr den Clown nochmal als schöne halbe Kopfstandvariante ausprobieren, auch vielleicht für die zu Hause. Ich hoffe, die Kamera ist so eingestellt, dass man mich gut sehen kann. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber das kann ich jetzt leider gerade nicht ändern. So, im Clown kommst du aus dem Fersensitz, setzt du deine Hände rechts und links auf und in der Mitte dazu deinen Kopf. Und im Grunde wie beim Kopfstand hebst du dann das Gesäß und dann kannst du von hier aus langsam deine Beine rechts und links auf den Ellenbogen absetzen. Und man kann dann natürlich auch von hier aus weiter nach oben gehen und die Beine einzeln nach oben bringen, wenn man die Balance hat. Für mich ist das jetzt gerade mit Ansagen gleichzeitig ein bisschen schwierig. Wenn man die Beine in der Haltung nach oben bringt, ist es Salamb Shirshasana mit diesen abgewinkelten Armen. Und genau, man kann da auch experimentieren, dass man ein Bein nach oben bringt, das andere Bein noch auf dem Ellenbogen hat. Oder für viele ist es halt einfach auch eine schöne Möglichkeit, einfach erstmal in diese Vorhaltung zu kommen, bevor man die Beine ganz nach oben strecken muss. Und auch dieses Gefühl für die aufgerichtete Wirbelsäule, für den starken Rücken, den es braucht. Dann mit der nächsten, oh, ich sehe hier gerade einen schönen Handstand im Raum. Sehr schön, das ist natürlich auch eine sehr schöne weitere Steigerung des Ganzen, wobei das hier, wenn man nicht sehr sicher ist, im Raum ein bisschen schwierig ist, weil wir kaum Wände zum Anlehnen haben. Aber zu Hause könnt ihr natürlich auch gerne in den Handstand gehen, frei oder an der Wand. Oder auch in den Skorpion an der Wand, auch eine gute Möglichkeit zum Üben, weil man da dann ja auch wirklich mit den Füßen richtig schön die Wand runterlaufen kann. Ich würde aber jetzt hier im Raum mit Savangasana weitermachen und dafür kommen erst nochmal wieder in die Rückenlage. Shavasana. Bei Savangasana kann man immer schön schauen, wie viel Raum man sich gibt für die Entspannung. Das Becken und der Schultergürtel, Schultern können besser entspannen, je weiter Arme und Beine auch auseinandergelegt sind. Das gilt für die meisten Menschen. Also du kannst auch einfach mal ausprobieren, dich so ein bisschen sternförmig hinzulegen, wenn der Raum dazu da ist. Und dich so ein bisschen kurzzeitig, 5 Sekunden lang fühlen wie ein Seestern im Mittagsschlaf. Und dann schließe wieder die Beine. Seestern-Mittagsschlaf schon wieder vorbei. Die haben die Angewohnheit, sehr kurze Mittagsschläfe nur zu machen. Schließ die Beine, bring die Arme neben den Körper, Handflächen nach unten. Richte dich ein. Wenn du für den Schulterstand eine flache Decke unter die Schultern legen möchtest, das kann eine gute Entlastung für den Nacken sein. Oder du kannst natürlich auch einen unterstützten Schulterstand mit Kissen praktizieren, dann geh selbstständig rein. Ansonsten mit der nächsten Einatmung hebe die Beine, hebe das Gesäß, richte dich auf. Und um noch ein bisschen die Schultern besser zusammenbringen zu können, kann es hilfreich sein, die Knie nochmal Richtung Stirn abzuersenken und dann
die Ellenbogen, die Schultern noch näher zusammenzubringen und dann die Beine wieder nach oben zu bringen. Ich gehe hier im Raum auch mal rum, drück mal gegen, genau, sehr schön. Drück mal gegen meine Fersen. Ja, hier im Raum sind wieder Hilfestellungen erlaubt. Wie schön. Jetzt auch mal gegen meine Hände drücken. Genau. Und auch mal gegen meine Hände. Verbind dich mit deiner Atmung. Du kannst auch gerne Ujjayi-Atmung praktizieren. Drück mal gegen meine Hände. Genau. Also die Verengung der Stimmritzen. Drück nochmal fester gegen meine Hände. Genau, und richte dich gut auf. Halte. Savangasana. Alle Glieder. Press mal gegen meine Hände. Und halten. Auch einmal gegen meine Hände. Ja, gegen meine Hände. Genau. Dann hast du hingegen. Und wenn du magst, kannst du auch hier von hier aus jetzt noch ein bisschen mit Beinvariationen spielen. Grätsche. Schere, Adler, Lotus oder halt auch die schöne Variante, dass du den linken Fuß an das rechte Knie setzt und dann die ganze Konstruktion nach hinten Richtung Boden bringst, so, also nicht Richtung Bogen, sondern waagerecht, im Grunde ein bisschen Richtung Halasana, aber waagerecht, so dass das rechte Knie auf deine Stirn kommt. Und das Bein waagerecht darauf abgelegt. Genau, Fußnamaste, auch eine schöne Variante, sehe ich hier gerade. Und dann komm nochmal in die Mitte zur Grundausrichtung und mit der nächsten Ausatmung senke die Beine hinter deinem Kopf Richtung Boden. Halasana. Auch hier ist immer noch das Herz über dem Kopf. Und hier kannst du mal mit der Variante, wenn die Füße am Boden sind, mit der Variante spielen, dass du mit den Füßen mit der Ausatmung zur rechten Seite rumwanderst. Mit der Einatmung wieder zur Mitte, mit der nächsten Ausatmung zur anderen Seite rüberwanderst. Einatmung zur Mitte. Der Rücken bleibt genauso schön aufgerichtet wie vorher auch. Und dann mit der nächsten Einatmung bring die Beine wieder nach oben und roll dich von hier aus ab mit deinen Händen als Bremsen. Und du kannst von hier aus direkt dich für Matsyasana fertig machen, die Hände unters Gesäß bringen, die Hände und die Arme. Vielleicht auch schon die Schultern halb oder die Schulteraußenteile nah unter den Körper, sodass sich dein Brustkorb schon aufwölbt wie eine Kathedrale. Und dann mit der Einatmung komm nach oben, schau zu deinen Füßen. Mit der Ausatmung wölbe dich nach hinten, unten auf, der Schädeldach berührt nur ganz sanft den Boden oder vielleicht auch nicht, vielleicht hältst du ihn sogar Millimeter über dem Boden. Tiefe Yoga-Atmung, vollständige Yoga-Atmung,
hier kannst du auch mal mit der Variante spielen, das geflexte Bein, rechte Bein zu heben, nach oben, der Ausatmung senken. Mit der nächsten Einatmung das andere Bein. Ausatmen, senken. Dann mit der nächsten Einatmung schau noch mal zu deinen Füßen. Ausatmen, roll dich ab, befreie deine Hände. Komm, wenn möglich, in Shavasana, ohne direkt in eine Gegenbewegung zu gehen. Auch wenn es ein bisschen zieht an irgendwelchen Stellen, das geht vorüber. Gib deinem Körper einfach die Möglichkeit, die Information von der segensreichen Asana, Matsyasana tiefer in dein System sinken zu lassen. Dann kannst du deine Beine mal zu dir ranziehen, umfassen deinem Körper eine kleine schöne Massage des unteren Rückens gönnen. Kopf kann dabei ganz entspannt abgelegt bleiben. Beweg dich von Seite zu Seite oder kreisförmig ums Kreuzbein herum. Wir hatten ja eingangs bei den Bauchmuskelübungen schon so eine kleine Brückenvariante eingebaut. Du kannst jetzt nochmal für dich entscheiden, ob du als nächstes Brücke nochmal einnehmen möchtest, vom Liegen aus, oder da nur Asana ins Rad gehen möchtest, das Rad praktizieren. Auch da ist Herz über Kopf in beiden Varianten für da nur Asana. Lass die Füße aufgestellt, bring die Hände neben deine Ohren und drücke dann die ganze Geschichte nach oben. Oder halt Brücke-Variante, wo du die Füße auch aufstellst und den Brustkorb nach oben bringst. Da kannst du dann die Arme unter deinem Gesäß verschränken und auch zu den Füßen ziehen, sodass du wirklich auf den Schultern stehst nach Möglichkeit. Wenn Dhanurasana noch Kraft hat, kann mal damit experimentieren, Beine zu heben oder sogar mal einzelne Arme zu heben. Das ist noch schwieriger. Aber teil dir die Kraft gut ein, dass du genauso gut und sicher aus der Haltung wieder rauskommst, wie du reingegangen bist. Mit der nächsten Ausatmung senke dich wieder ab. Als Gegenhaltung kann es angenehm sein, die Füße mattenbreit aufzustellen und die Knie zusammensinken zu lassen.
in dem unteren Rücken. Einen Entspannungsimpuls zu geben. Und dann, wenn dein Rücken damit einverstanden ist, zieh die Beine nochmal zu dir ran. Umfass sie, komm in eine Längsrolle und über die Längsrolle nach oben zum Sitzen oder auf deine Art und Weise. Und mach dich bereit für Paschimottanasana, die Vorwärtsbeuge. Dafür komm in den langen Sitz. Und im langen Sitz ist es auch erstmal wichtig, bevor man schon an die ganze Klappgeschichte geht, erst dich hier nochmal wieder gut einzurichten, gutes Fundament bilden. Die Beine sind gestreckt, Gesäßhöcker haben Bodenkontakt, dafür kannst du das Sitzfleisch nach hinten ziehen. Füße sind geflext und vor allem die Kniekehlen festgesaugt an der Matte, denn es geht bei Paschimottanasana auch sehr stark um die Dehnung der Beinrückseiten und der ganzen Körperlänge. Oder du kannst dir halt auch ein kleines Kissenkeil unters Gesäß geben, sodass das Becken schon so eine leichte Vorbeugung hat. Bring dann mit der Einatmung deine Arme nach oben. Zieh dich hier nochmal richtig schön lang, weiter Brustkorb. Mit der Ausatmung komm nach unten. Komm dann mit der nächsten Einatmung, zieh ich nochmal lang nach oben. Komm wieder nochmal nach oben, zieh dich nochmal richtig lang und jetzt setz mal Mula Bandha und probier mal aus, wie es sich dann nach unten gleiten lässt mit gesetztem Mula Bandha in der Vorwärtsbeuge. Müsste einen Unterschied machen, hast du einen direkten Vergleich. Schließe gern die Augen, lass dich hineinsinken in die Haltung. Haltung, die Demut und Hingabe verstärkt. Mit jeder Einatmung denkt die Wirbelsäule in die Länge. Mit der Ausatmung gibt dich der Erdanziehungskraft hin. Einatmen, Wirbelsäule lang. Ausatmen, Erdanziehungskraft. Weniger ein Wollen oder Müssen als ein Können und ein Dürfen. Verbind dich mit deiner Atmung. Auch hier kannst du gerne in Ujjayi-Atmung gehen. Und beobachte deine Gedanken. Schau, wo die Gedanken hinwandern. Dürfen die in der Haltung sein? Oder sind die ganz woanders unterwegs? Mit der nächsten Einatmung bring die Arme nach vorne, oben. Zieh dich nochmal richtig schön lang. Mit der Ausatmung setze sie nach hinten ab.
Komm in die Gegenbewegung, in die schiefe Ebene oder in den Tisch. Bei der schiefen Ebene wollen die Fußsohlen Richtung Boden. Die Mundwinkel nach oben. Gesäß nach oben. Spür deine Kraft mit der nächsten Einatmung noch einen Zentimeter weiter nach oben. Ausatmen, lass dich sinken. Komm in die Bauchentspannungslage. In der Bauchentspannungslage, du könntest auch mal die Happy Krishna oder der dahingeworfenen Fischpose ausprobieren. Dafür drehst du dich seitlich und legst den Kopf auf die gefalteten Hände und ziehst ein Bein zu dir heran. Ich mache es mal hier vor. Hoppala. Ein bisschen ungemütlich mit so einem Verstärker in der Hosentasche, aber es geht. Also ziehst ein Knie zu dir heran und idealerweise, wenn möglich, schließen Ellenbogen und Knie einen Energiekreis und dein Kopf liegt auf der einen Seite. Komm wieder in die neutrale Stellung. Setze. Bring die Arme unter deinen Körper. Wir machen nämlich direkt weiter mit einer wunderbaren Heuschrecke. Bring die Arme, die gestreckten Arme unter deinen Körper. Verschränk die Hände so oder positioniere sie so, wie sie für dich eine gute Hebelfunktion einnehmen können. Kinn ist aufgestellt. Und mit der nächsten Einatmung bring die Beine entweder einzeln oder direkt schon zusammen nach oben. Und wenn du sie einzeln nach oben bringst, kannst du auch unterstützte Heuschrecke praktizieren, dass du einen Fuß unter das Bein bringst, um einfach mal in so eine Höhenlage zu kommen. Und wenn du dann den Fuß ablegst, wirst du merken, dass es viel einfacher ist, das Bein oben zu halten. Das geht natürlich nur bei abwechselnden Heuschrecken. Und wer sehr fortgeschritten praktiziert, kann sich von hier aus, also aus der ganzen Heuschrecke natürlich, auch so weit heben, dass das Gesäß sich hebt. Ich komme nochmal rum. Ja, ich möchte ja hier eine Heuschrecke richtig weit abheben. Geht? Und? Yes. Aber das mal auszuprobieren, ist doch mal eine gute. Mit der Atmung verbinden. Hier ist noch eine Heuschrecke im Freiflug. Okay, gut so. Okay. Aber ein bisschen musst du auch selber machen. Okay, hier ist noch eine fliegende Heuschrecke. Oh, hier ist auch noch eine. Ach, schade. Geht so?
und lösen mit der Ausatmung. Komm wieder in Baby Krishna, andere Seite. Denn die Heuschrecke in sehr abgehobener Form sozusagen geht dann natürlich auch schon wieder in Richtung Umkehrstellung, wo der Kopf unten ist und das Herz über dem Kopf. Dann komm wieder in die neutrale Lage, stell die Hände unter deine Schultern, drück dich nach oben in den Vierfüßlerstand und gönn deiner Wirbelsäule eine kleine Katze-Kuh-Bewegung. Diese Bewegung aus dem Becken, vom Becken her ausgehend, beginnt hinten am Becken, geht dann, schlängelt sie sich durch die ganze Wirbelsäule bis nach vorne, Halswirbelsäule. Ich muss mal gerade kurz ein bisschen Luft reinlassen, ihr könnt es gleich wieder zumachen, wenn es zu kühl wird. Und dann komm in die Ausgangsstellung von dem Vierfüßlerstand, neutrale Haltung. Und mit der nächsten Einatmung hebe den rechten Arm nach oben. Mit der Ausatmung fädel dich unter dem linken Arm durch. Lege die linke Schulter ab und wer möchte, kann hier das linke Bein durchstrecken und auch das linke Bein nach oben strecken. Wer noch weiter gehen möchte, kann den linken Arm auch noch nach vorne durchstrecken. Mit der Ausatmung setze Hände und Knie wieder ab. Einatmen, bringen den rechten Arm nach oben, ausatmen, absetzen, kurze Zwischenkatze-Kuh-Bewegung für den Nacken, dann komm wieder in die neutrale Stellung und mit der nächsten Einatmung bringen den linken Arm weit nach oben. Ausatmen, durchfädeln, Schulter, Schläfe ablegen. Wenn du magst, das eine Bein und den anderen Arm langstrecken und das Bein heben, wenn das Gleichgewicht da ist. Mit der nächsten Ausatmung Bein und Arm wieder in neutrale Stellung bringen. Einatmen, heb den linken Arm nochmal nach oben, streck dich lang. Ausatmen, neutrale Stellung. Und dann bring das Gesäß nach hinten, streck die Arme lang nach vorne in ein Panther, wander mit den Händen weiter auf der Matte nach vorne. Zieh dich richtig lang, Hände, Arme, Rücken, maximale Länge. Stell dir vor, ich würde an deinen Handgelenken ziehen
Und du würdest gleichzeitig versuchen, auf den Fersen sitzen zu bleiben. Volle Länge. Wenn du dich nicht mehr weiter strecken kannst, dann leg die Hände zu den Seiten nach hinten ab in Garbhasana, Stellung des Kindes. Mal durch den Körper durch, Ellenbogen am besten am Boden, ob es irgendwo noch einen Bereich gibt, der hält, dem du mit der Ausatmung einen sanften Impuls von Lösen, Loslassen, Entspannen schicken kannst. Mit der nächsten Einatmung. Komm Wirbel für Wirbel nach oben. Halswirbelsäule folgt ganz zum Schluss. Mit der weiteren Einatmung bring die Arme nach oben, streck dich nochmal lang, gerne auch mit Kali Mudra. Mit der Ausatmung dreh dich zur rechten Seite rüber, aus dem Fersensitz. Linker Arm an der Außenseite des rechten Oberschenkels, rechter Arm um den Rücken gelegt, linke Gesäßseite drückt auch in den Boden. Schließ gern die Augen. Einatmung, Länge in der Wirbelsäule. Ausatmung. Kleine Drehbewegung. Mit der nächsten Einatmung bring beide Arme wieder nach oben. Zieh dich nochmal ganz lang in der Mitte. Und mit der Ausatmung dreh dich zur linken Seite herüber. Auch hier wieder das innere Lot, Schädeldach, mittig, Sahasrara, genau über Muladhara Chakra. Wie eine symmetrische Wendeltreppe, nicht zu den Seiten gekippt. Dann mit der nächsten Einatmung, bring die Arme wieder nach oben. Ausatmen, lass die Arme sinken. Mach dich bereit für Shavasana. Endentspannung. Genau, nimm dir alle Sachen zur Hilfe, die du brauchst. Und bevor es so richtig schön in die Entspannung geht, gibt es nochmal eine kleine Anspannung der Muskeln, weil die danach ja besonders gut entspannen können. Dafür hebe dein rechtes Bein, flexe den Fuß, spanne das ganze rechte Bein an, hoch bis zum Gesäß. Halte die Spannung, Spannung halten und lösen,
entspannen. Spür die Entspannung. Dann heb das linke Bein, flex den linken Fuß, spann das ganze Bein an, hoch bis zum Gesäß. Halte die Spannung. Spannung halten und lösen. Entspannen. Spür die Entspannung. Rest die Fersen und die Schultern in den Boden, heb das Gesäß, spann den ganzen Körper an wie einen Flitzebogen. Halte die Spannung. Spannung halten und lösen. Entspannen. Spür die Entspannung. Gegenbewegung. Drück den unteren Rücken in den Boden mit Hilfe der Bauchmuskeln. Spann dein ganzes Körperzentrum an. Super aktivierten Bauchmuskeln. Halte die Spannung. Spannung halten und lösen. Entspannen. Spür die Entspannung. Dann heb die Arme, mach die Hände zu Fäusten, zieh die Schultern ganz nah zu den Ohren heran, zieh alle Muskeln des Gesichtes zusammen, als hättest du auf eine super saure Zitrone gebissen. Halte die Spannung, Spannung halten und lösen, entspannen. Spür die Entspannung. Und dann nochmal für die finale Anspannung. Heb die Arme, spreiz die Finger, zieh die Finger so weit wie möglich von den zu den Füßen hin. Heb die Beine, wenn möglich, heb den Kopf, spann den ganzen Körper an, reiß die Augen auf, reiß den Mund auf, streck die Zunge raus, guck nach hinten, halte die Spannung, Spannung halten und lösen, entspannen. Spür die Entspannung. Und dann richte dein Shavasana nochmal von unten nach oben gut ein. Wenn du magst, zieh deine Brille aus für die Zeit. Leg dir Kissen unter die Knie, wenn das für dich angenehm ist. Schau, dass die Decke dich nicht einzwängt, wenn du eine benutzt. Und zur Vertiefung deiner Entspannung. Folge den von mir angesagten Worten innerlich und bring deine Aufmerksamkeit zu den jeweiligen Körperteilen. Wander mit deiner Aufmerksamkeit in die rechte Hand, rechter Daumen, rechter Zeigefinger, rechter Mittelfinger, rechter Ringfinger, rechter kleiner Finger, rechte Handfläche, rechter Handrücken, rechtes Handgelenk, ganze rechte Hand, rechter Unterarm, Ellenbogen, Oberarm, Schulter, ganzer rechter Arm. Wandere nun mit deiner Aufmerksamkeit hinüber zur linken Hand, linker Daumen, linker Zeigefinger, linker Mittelfinger, linker Ringfinger, linker kleiner Finger, linke Handfläche, linker Handrücken, linkes Handgelenk, ganzer linke Hand, linker Unterarm, Ellenbogen, Oberarm, Schulter, ganzer linker Arm.
Wander nun mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem linken Fuß, Entschuldigung, rechter Fuß, rechter großer Zeh, rechter zweiter Zeh, rechter dritter Zeh, rechter vierter Zeh, rechter fünfter Zeh, rechte Fußsohle, rechter Fußrücken, rechtes Fußgelenk, ganzer rechter Fuß, rechte Wade, rechtes Knie, rechter Oberschenkel, rechte Hüfte, ganzes rechtes Bein. Wander nun mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem linken Fuß, linker großer Zeh, linker zweiter Zeh, linker dritter Zeh, linker vierter Zeh, linker fünfter Zeh, linke Fußsohle, linker Fußrücken, linkes Fußgelenk, ganzer linker Fuß, linke Wade, linkes Knie, linker Oberschenkel, linker Hüfte, ganzes linkes Bein, Becken, unterer Rücken, untere Organe, Ausscheidungs- und Geschlechtsorgane, mittlerer Rücken, Verdauungstrakt, Magen, Galle, Leber, Nieren, Dickdarm, Dünndarm, oberer Rücken, Herz, Lunge, Schulterblätter, Nacken, Unterkiefer, Zunge, Oberkiefer, Nasenflügel, Wangen, Nasenrücken, Augäpfel, Augenlider, Augenbrauen, Ohren, Stirn, Haare, Kopfhaut, Hinterkopf, ganzer Körper. Spür deinen ganzen Körper, wie er auf dem Boden liegt. Spür die Kontaktpunkte des Körpers zum Boden. Spür den Boden. Spür die Fläche zwischen Körper und Boden. Dein ganzer Körper. Spür, wie du mit jeder Ausatmung tiefer in den Boden hineinsinkst. Und stell dir vor, du liegst in angenehmen, warmen, weichem Sand. Und über dir ist das Himmelszelt. Es ist schon die Sonne untergegangen, es ist Abend. Es ist dunkel und über dir leuchten unzählige Sterne auf am Firmament. Funkelnde Punkte in der Weite,
Und es gibt einen Stern am Himmel, der besonders hell leuchtet, genau über dir. Stell dir vor, wie er warmes, weiches, heilsames Licht über dich strahlen lässt, dich einhüllt mit diesem Licht. Genieße dieses Gefühl noch einen Moment in Stille. Und dann langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder in dem Raum an, in dem dein Körper liegt und in deinem Körper. Halte noch die Augen geschlossen. Wenn du magst, setze dir die folgende Affirmation. Ich fühle mich gestärkt und erfrischt. Und bereit, die Welt auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ich fühle mich gestärkt und erfrischt und bereit, die Welt auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Vertiefe dann deine Atmung. Schicke kleine Bewegungsimpulse in die Hände, in die Füße. Lass die Bewegung langsam größer werden. Recke dich, strecke dich. Seufze und gähne. Mach die Geräusche und die Bewegungen, die dir jetzt gut tun. Wenn du magst, leg dich nochmal auf die rechte Seite. Komm dann über die Seite oder auf deine Art und Weise nach oben zum Sitzen, dass wir gemeinsam die Stunde ausklingen lassen können mit dreimal Om und dem Asatoma. Atme ein. Om. 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 Om.
Toma Sat Gamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityo Mamritam Gamaya Om Shanti 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 Om Frieden Frieden Frieden. Und den Gruß an den Meister, in dessen Tradition wir hier leben, lernen und praktizieren. Om Bolo Sadguru Shivananda Maharaja Ki Jai. Ja, ich danke euch für euer Hiersein, für eure Praxis. Ich hoffe, die Stunde hat euch gut getan. Falls ihr Fragen habt, ich bin noch einen Moment hier. Ansonsten noch einen schönen Abend, guten Appetit allen, die hier jetzt ans wundervolle Buffet gehen dürfen. Om Namah Shivaya.